benim bu derdime bulunmaz derman aman aman benim bu derdime bulunmaz derman aman aman gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar anandan babandan yardan ayrı koyarlar gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar anandan babandan yardan ayrı koyarlar. Aslı Nazgari as a production, auteur net net, musiker Piro und Sia, Regisseur, Artist ouvrier und erstmal als Hauptschauspieler net net erzählt seine Geschichte. Es war einmal ein kleines Füchslein. Es war sehr einsam. Nicht weit vom kleinen Füchslein wohnt ein kleines Geißlein. Und wie das kleine Geißlein so seinen täglichen Spaziergang machte, traf es den kleinen Fuchs. Bäh. Hey! Du, was bist du denn für einer? Du hast ja gar keine Reißzähne. Was bist du denn? Du hast ja nicht einmal Hörnchen. Und wie die beiden so stritten und sie unterhielten, spielten, schlossen sie beiden Freundschaft. Sie spielten das Lieblingsspiel des kleinen Geißleins. Und während die beiden über die neu gewonnene Freundschaft Zeit ganz vergessen hatten, war es schon lange Sonnenuntergang geworden. Und in der Dämmerung beschlossen die beiden, sich am nächsten Morgen an der gleichen Stelle wieder zu treffen. Die ganze Sache hat so angefangen. Mein Vater hat mir irgendwann mal eine Geschichte erzählt, so eine kleine Fabel. Es gibt irgendwie einen Haufen Geschichten, so ein Tiger, wo ich herkomme. Da habe ich dann irgendwie die Idee gehabt, einen Comic draus zu machen oder so ein kleines Kinderbuch. Und ich habe dafür so ein Storyboard geschrieben und die erste Zeichnung angefangen. Es kam halt Pierre nach Deutschland und ich habe ihm die Dinger gezeigt, einfach nur so, weil er ist Künstler. Auf jeden Fall hat er sofort die Idee, ja, wir können auch ein Schattenspiel machen und so weiter. Irgendwann sind wir dazu gekommen, dass wir das malen und dann schneiden. Also ich habe es gemalt und Pierre hat es dann richtig geschnitten. Auf jeden Fall, die haben irgendwie, glaube ich, 20 Schablonen geschnitten, hinter den Kulissen, und dann haben wir das hier gemacht. Und dann hatten wir auch die Idee, mit der Musik das zu machen, weil nur Gerede ist bei so einer kurzen Geschichte, die eigentlich eine halbe Minute dauert, nicht drin. Ich habe vorher noch nie sowas gemacht, das heißt, das war alles so unter Piers Regie, kann man so sagen. Aber ich war der Kreator. Als der Fuchs nach Hause kam, war es schon tief schwarze Nacht. Wo bist du bis jetzt gewesen? Weißt du, wie spät es eigentlich ist? Hä? Wie? Was hast du die ganze Zeit getrieben? Ich habe mit den kleinen Zicklein gespielt. Was? Was? Mit der kleinen Ziege? Bist du verrückt geworden? Ich glaube, ich spinne. Was? Oh mein Gott. Nächstes Mal, wenn du sie siehst, reißt du die Kehle durch und frisst sie. Echt? Als die kleine Ziege nach Hause kam, wartete schon ein böser Vater auf ihn. Hey, kleines Geißlein, wo warst du die ganze Zeit? Ich habe noch einen Tee mitgenommen und mein Fahrrad hatte einen Platten. Wo warst du? Erzähl mir keine Geschichte. Ja, ich habe mit dem kleinen Füchslein gespielt. Was? Mit dem Füchslein? Spinnst du? Wenn du das nächste Mal siehst, trittst du hin und rennst weg.
Ja, genau. Ja. Mhm. Oder? Mhm. Stich doch. Aber jetzt schmusen wir. Was wird dann? Ey, schmusen! Bäh. Ich glaube, das war interessant auch zu sehen, wie man das inszenieren konnte. Ich meine, ein Typ, der nie Schauspiel gemalt hat. Das war sein erstes Schattenspiel und er hat eine traditionelle Geschichte erzählt. Das passiert in Äthiopien und das hat mit Rassismus ein bisschen zu tun. Am nächsten Morgen trafen uns das kleine Füchslein und das kleine Geistlein. Während die beiden durch die Gegend flanierten, kamen sie an einen Fluss. Das Füchslein trank etwas weiter oben am Fluss. Das kleine Zicklein etwas weiter unten, weit genug weg von den bierigen Klauen des kleinen Füchsleins. Und wie die beiden so tranken, hob das kleine Füchslein seinen Kopf und meinte: Ey, Zicklein, du, komm da unten weg, du machst mir das Wasser brackig. Also das sind schon verrückte Zeiten, kleines Füchslein, wo das Wasser den Berg hinauffließt. Du bist nicht der Einzige, der gestern Abend von seinen Eltern eine Standpauke bekommen hat. Was?